number one, no share. All about that celebrities in a room. Hey, willkommen bei Freestyle mit Scopeman, Storm, Star Wars von den Stahlrädern. Genau, was haben wir heute in der Sendung, Storm? Wir haben ein Video von Rhythm Technicians Rocksteady Crew und das beinhaltet halt nicht nur Rap, nicht nur Breakdance oder B-Boying, sondern auch Rap. Und ist produziert worden an der Hall of Fame in Harlem. Genau. Im Sommer 92. Dann haben wir noch MCNA, 17 Jahre aus Braunschweig, das Freestyle-Reim-Talent hier überhaupt. Im Studio. Im Studio. Ihr werdet euch hier ein bisschen was bringen, und zwar Freestyle Live und so. Und jetzt machen wir erstmal weiter mit Eric Sermon. Das ist die Hälfte von EPMD. Genau. Mal sehen, ob ihr da musikalisch irgendeinen Unterschied feststellt, weil wir haben keinen festgestellt. Aber guckt euch das jetzt einfach mal an. Peace. No house stepping. When I release the funky rapper like ricochet, ping, 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 I make the fans feel it. Even when I sing, the green eyed bandit coming funky with the tune. Yes, I'm blowing up like Tom Berridge and Impetune. I'm playing kind of rough like Zap, rapping double back smack to all the crossover rats black who ain't down with the format. When you should be wearing khakis and not dress slacks, that's whack. You're tripping, you better wake up and smell a coffee and then back up off me. I'm serious, I can't believe some people that in front of men and they compare to people. Boy, you must be bugging. You're lucky you don't catch the slug in the chest and from my Smith and Wesson. Change the outlet, change the cover of the book, your hip-hop crook, and give back what you took. It's the funk coming at ya, so don't let the crossover catch ya. Boy, say real. For those who can't comprehend, just ask your friends. They know the real deal of rap music. They're frontin', they can't be talking loud and saying nothing. You must be true to the game, you understand? Cause if not, I could kill you, man, for being false. Plus extra fake on the tape. Talking hardcore when you're soft like a piece of cake. You can't put nothing past me, that's horrendous. Cause I've been here since Strictly Business. The era of Eric B and Rakim, Biz, Public Enemy, Run DMC, Houdini, The Beastie, Spencer, Fresh Prince and Jazzy Jeff, LL when he was rocking bells. Sucker, which fake MC is rearranging the structure? Being a motherfucker. And don't let this happen again, because rap can be gone with the wind, so stay real. Pay the cost of an MC hardcore style type of human being. On the microphone when I be MCing, some fake the funk and main source know it. How do I know? Because MTV shows it. Clowns that should be beat down on the spot and catching nothing but speed, not the bumble clocks. I insist we veto all fake MCs and wannabes. That's worse than the AIDS disease. So wake up like a Spike Lee joint. Don't be a knucklehead, get to the point with the funk and pump up the volume. Make the wild tune to make the party boom. Peace to Red Man, the rap funkadelic, the only MC that's compared to Eric, because I'm real.
Okay, was jetzt gerade hier auf den Plattenspielern von Star Wars läuft, das ist Schoolie D. Schoolie D. Genau, der hat früher auch Platten selber gepresst. Das ist zum Beispiel seine erste EP, ein super rares Teil. Man beachte das selbstgezeichnete Cover. Und auch darauf sind Gucci Time und Put Your Wheelers an. Richtige Oldschool-Knüller. Der Gag ist halt 707 Drumcomputer, einfach nur in Hall gepackt. Der MC kommt rüber, der DJ kommt rüber und das war's. Das ist der typische Schoolie D Sound. Schoolie D hat jetzt eine neue Platte draußen, die hört sich ein bisschen anders an, oder? Bei Sony, hier ist aus Philadelphia. Schoolie D. Strong Island.
MCs must be whack, I went stacking from back and freestyling. Mine must be shipwrecked somewhere on a girl again, island. Black style, riding, poopy trapping. When they come down battle, push in, see the shoes slapping. Ha, cooler while I'm rapping. So you must write with pen. If you have a rooster, you must have a pen. 5 plus 5, you know that equals to 10. Respect the yellow man, check it, zungo, zungo, sign. 1, 2, 1, throw a flow, go catch it. 3, 4, bashing y'all before the track miss. I'm fucking with style, go to act the static. Little sister, grab the mic and do damage. Hey, y'all, I used to drive a hoopty. Check me down, Snoopy. Rolling with the Joes, but I ain't different home alone. See, life's got no value if I ain't got no statue. Hell of all heads, I beat the kid from Timbuktu. 1, 2, you check the mic, I'm ready. 3, 4, leave the armies on guard with Uzi. So what came first, man, the chicken or the hoodie? If the hoodie came first, then man's name would be Nancy. So kill the Jesse James rope, step back, check your stance. I love you, feel me like the Chichi Hoo-Hoo Boogie Man. You say non-violence, but you're silence of the labs. And when I call your name, I say Candyman, Candyman, Candyman. Noch ein Wort zum letzten Video, das waren die Fugees und die stammen zu 2/3 aus Haiti. Okay, von Haiti nach Braunschweig, denn da kommt unser Studiogast heute her. Bleibt dran nach dem Break, MC René, direkt MC René. Hier! Okay, das bin ich, MC René aus der Braunschweig Hip-Hop Hochburg Cooling auf Party. Und ich bin in Köln bei Viva und die Sendung heißt Freestyle. Um René kümmern wir uns gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt sehen wir erstmal Gunshot, Mind of a Razor. Yeah. The
razor, mind over razor. The tail of a black dude's misbehavior. Mind over razor, mind over razor, mind over razor. The misbehavior is the symbol of the razor. Mind over razor, mind over razor, mind over razor. You were too good, allow yourself to be good, good. You can find up a razor, mind over razor. Boy, you hear what you're saying, but I have to live long. Take this down, circle 1992. In the magistrate's court, because the remnants of a bad boy crew. No one stands accused of murder against the rules. I'm leaning you to like a fool. It comes with some razors to catch a certain vapor. Originally Chris, before the misbehavior. The talk of that youth is where they need a savior. To take a little walk inside the mind of a razor. Well, I'm the razor, so send it with me a stranger. True, I carry the gun, I mean I rock up with no danger. But if it comes, yeah, make it up, I'm down with them. But it might forget them, for what the reason I'm a bad jack. Nobody take advantage and try to test me, huh. Nobody take advantage and try to pick up any Jesse. Just I know Jess, razor or bust Jess. Hard to cut highness, the bad word righteousness. Now who you try to kick with your big talk and smashing heads? You think you're rude boy, but rude boys don't get blessed. So, them things don't threaten me, don't try to work me. My mind is crazy. Only way to know the one that you get is damn hard. Not in that post class, that's why I stay from God. No one's living the life that I live, huh? And no one give me the money for the work that I can give. Send out my para, me team for God to go Shinola. And then me roller, and bigger the split to make me bolder. The rain start, now it's time for the race. I'm finally slipping, but newly whiny, whiny. Ragging them off and stepping, trend, stepping drop. I am you, they come in the common, step on top of I'm in the back clock. Bum panty, hamper, gun pump. Liquor shot in the boy and never wait around. You need to check yourself and check yourself well good. Cause each pump of a split, there's no improvements in your neighborhood. Racist is a fool and have gone to France. They're trying to be the UK version of a US gangster. Showing two scars to the girls with blocks. Let it crack on the front line. The money down is high on his socks. He's a proof and he prays there's no computer. Surrounding himself with the living pine coat. And if you don't believe what I'm saying, forget me not. Follow me not. Sometimes you have to live for hard knocks. 92, but that forces are coming through. No longer will we be held down by the ignorant few like you. Ooh, me? Yes, you. And the crews following your crews. Following crews, following crews. No longer will I take a walk inside the mind of a razor. Go with the player. Continuous misbehavior. Mind of a razor. 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 The tale of the black youth misbehavior. Mind of a razor. Mind of a razor. Mind of a razor. The misbehavior is the symbol of the razor. Mind of a razor. Mind of a razor. Mind of a razor. You were too good. Allow yourself to be good. Just you're the mind of a razor. Mind of a razor. Mind of a razor. Boy, I hear what you say, but I have been in large. So, Gunshot, wir haben MC René im Studio hier aus Braunschweig. René, was mich eigentlich auch schon mir die ganze Zeit interessiert, war eigentlich, wie hast du überhaupt angefangen? Irgendwie bist du ja einer der wenigen New School Kids, die ordentlich reinpowern und die von der Vergangenheit her, von der Zeitspanne her, in wenig Zeit viel geschafft haben. Wie hast du angefangen? Ja, zuerst will ich mal sagen, ich bin nicht der Einzige. Es gibt noch die ABs, so Make Concept, die New School mäßig reinhauen. Zu der Frage, wie ich angefangen habe. Wie alt war ich da? Ich war 12, 13 so. Da habe ich langsam so immer Hip-Hop gehört. Damit so ein bisschen aufgewachsen, mich damit vertraut gemacht. Und dann auf dem Basketballplatz haben mich mal irgendwelche Typen gefragt, ey René, willst du mal anfangen zu rappen? Ja, dann habe ich angefangen, weißt du. Da ist ein englischen Text auswendig gelernt, immer überall rumgerappt, abends immer auf der Straße. Und dann irgendwann habe ich mal meine eigenen Lyrics geschrieben. Das war mit 15, 16. Und dann hat mich Akim entdeckt. Oder wer auch immer. Und dann bin ich langsam mal auf Jams aufgetreten. Und so wurde ich dann in Anführungszeichen bekannter. Ah ja, okay, was sind für dich die Inspirationen gewesen damals so? Oder wer hat dich beeinflusst oder so? Du meinst musikgruppenmäßig? Zum Beispiel. Ja, ich habe mal von so einem Freund eine Kassette überspielt gekommen, da waren so Dinger wie
Komodi, Don't Dance und so drauf, so eine 87er, 88er Rap-Sachen und so. Aber die haben mich eigentlich nicht so inspiriert. Die Inspiration kam mit De La Soul, wo die erste LP rauskam. Und das hat mich dann mitgerissen, so wie so eine Welle, weißt du? Okay, wie geht bei dir zu Hause in Braunschweig? Braunschweig ist ziemlich klein oder so. Ich weiß nicht, ob sich da viel tut. So, beschreib mal ein bisschen, wie die Szene in Braunschweig aus. Früher war es anders. Früher gab es so County Jail Gang, so die alten Gangzeiten mit Jacken am Ziehen und so, die alten Schoten. Und jetzt hat sich das irgendwie meiner Meinung nach positiver entwickelt. Ich sag jetzt mal kurz zu den Gruppierungen, die es in Braunschweig gibt, Hip-Hop-mäßig. Da gibt es State of Departments, Such a Search, eine Fusion zwischen Metal und Rap. Dann gibt es Phase 5, die folgendes Mal hier war. Peace out to alle, die da sind. Dann gibt es MC René, so ein Typ, ne, der gerade hier ist. Dann gibt es Writer Cruise, SPE, SOD. Ich danke den Typen, dass sie auf den Partys abgegangen sind, hinter mir gestanden haben. Peace out. Und dann gibt es die New School Rockers, die neuen B-Boys, die neuen Breaker, die 15-Jährige, die gehen ab. Die werdet ihr bestimmt irgendwann nochmal sehen. Okay, soweit über Braunschweig, jetzt sehen wir René erstmal live. Okay, alle Hip-Hopper draußen da. Mein Name ist MC René und dieses Lied heißt Reine Energie. An den Turntables ist DJ Skywars von No Remorse. Yeah, und jetzt kommt Bombenreime, passt auf. Yeah, mein Manager. Reine Energie, die Magie meiner Zeremonie. Was durchzogen von der mir bekannten Sprachmelodie. Und ist der Kampf der Ideologie meiner Philosophie. Gegen den lyrischen Müll und Sera Reimologie. Vergleiche ihn mit dem Erzfeind der Demokratie. Oder einfach mit einer schlechten Kopie. Denn dies ist ein Meisterstück, eine Sinfonie. Mit mir als Genie der Energiekompanie. Es ist keine Mythologie, hier die Garantie. Es ist Kult wie die Krieg der Sterne Trilogie. Beim Energie, die Ernte meiner Produktivität. Analphabeten starben Elektrizität. Die schmeckende, deckende Konsumente wollen mehr. Deren das zu stellen ist für mich gar nicht schwer. Denn die Quelle, aus der ich tanke, geht einfach nicht leer. Ich hab so viele Reime wie Fische im Meer. Sie sind unüberwindlich, sogar Moby Dick schwimmt nicht. Gegen diese Prise, deine Weiße gewinnt nicht. Also nehme ich den Stift raus aus meinem MV und schreibe sie auf die Reimenergie. DJ Skybox, komm mal hin! Ich komme herein mit dem Reim und der Energie, mit der MC-Strategie. Übernehme ich die Regie und setze in eure Plätze Bewegungen. Versetze in euch verbale Fortenlegungen. Wie ein Vagabund, unbekannt aus dem Untergrund. Hier bin ich lang, sehr bekannt, wie ein guter, bunter Hund. Als ich klein war, den Reiser allein war. In meine Kräfte unscheinbar als da. Erstellte ich lyrische Meisterwerke auf meiner Grundlage mit dem Bild der Hip-Hop-Werte. Denn MC René ist das MCIG. Putscht euch auf wie Koffein im Kaffee. Zielstrebig bewege ich mich auf meiner Ebene und umschieße um mich herum das Umgebende. Und nehme den Stift raus aus meinem MV und schreibe sie auf die Reimenergie. Yeah! MC René ist am Mikrofon. Schreiben ist reine Motivation und Sprachgewandtheit verbunden mit dem richtigen Ton. Mit der Aussagekraft meiner Stimme verleihe ich dem Wort Glaubwürdigkeit und deshalb gedeihe ich nun zu der Energie, aus der dies entspricht. Die Musik, die gut klingt, der Reimer, der die Reime bringt. Ich verbinde die Energie mit meinem Reimschema. Spiele damit, Ziele geschickt auf der Arena. Laut oder leise, schnell oder langsam. Aggressiv oder locker, kalt, heiß oder warm. Reim Energie gehört zu Baby, Sauerstoff zu Wasser. Und wie die Poesie zum Gedichteverfasser. Und es ist mysteriös, wie das Bruder Dreieck nicht nervös. Zöpfelig, schimpfelig oder zu seriös. Angespannt, wie die Ruhe vor dem großen Brand. Das wurde über Netz am Strand, das über dem weichen Sand. Spät wie der Vogel, unter dem die Erde bebt. Sich bewegt, nicht steht, sondern sich regt und belebt. Also nehme ich den Stift raus aus meinem MV und schreibe sie auf die. Yeah! Reim Energie! Okay, Applaus zu Hause! Yeah.
Okay, das war René live. Weiter geht's mit der nächsten Interviewfrage. Und zwar würde ich gerne wissen, wie kommst du mit deinem Ruf als Freestyle-Reimer zurecht? Ist es recht, dass jeder sagt, René ist einfach der coolste Freestyle-Reimer und so? Irgendwie, hast du noch andere Erwartungen? Ich meine, deine Texte sagen ja auch was aus, die du in normalen Liedern bringst. Ja, warte mal. Bei mir ist so, ich habe ja mit Freestyle-Rappen angefangen. Ich wurde mit Freestyle-Rappen groß. Ich werde mit Freestyle-Rappen alt werden. Aber das Ding ist irgendwie, das ist das wahre Rappen irgendwie, weil das ist Improvisation und das ist echt und rough. Aber ich meine, ich mag das nicht so, wenn die Leute nur so Freestyle rufen. Ich meine, natürlich, umso älter ich werde, umso mehr Erfahrung ich sammle, umso höher wird der Anspruch, den ich in meinen Texten habe. Für mich ist wichtig, den Leuten auch was zu erzählen. So, weißt du, aus meinem Leben und was ich so erlebe. Irgendwie, das Freestyle-Rappen ist nur für die, für den kurzen Abschnitt klar, die Spontanität. Aber das Texte schreiben zeigt irgendwie das geistige Niveau hier oben. Das ist für mich wichtig. Also Texte schreiben, Texte bringen, das ist für mich wichtiger als Freestyle-Rappen. Das ist Party. Okay? Und wie arbeitest du im Allgemeinen? Also ich habe mal so einen Artikel gelesen, dass du in deinem Zimmer rumgehst, immer um die Lampe rum, wie so eine Fliege und vor dich hinreimst irgendwie. Wenn du Text schreibst, sieht das bestimmt anders aus. Und du warst ja, nur um das noch zu erwähnen, René ist einer der wenigen Rapper gewesen, die sogar auf Straßentour waren. Ja, auf Straßentour, das alte Ding da in Sylt, ja. Ich habe nicht verstanden nochmal. Wie arbeitest du überhaupt an dir? Also ich an mir arbeite, ja, ich komme von der Schule so, voll mit viel Wissen im Kopf von den Lehrern beigebracht, danke. Komme ich nach Hause, mein Kopf ist voll der Brummen. Ich pack meine Schultasche weg, nehme einen coolen Beat und fang an zu rappen. Dann kommt meine Mutter rein und Läuse, wir haben nämlich nur Pappbände zu Hause. Aber eigentlich versuche ich immer durch spontanes Rappen meinen Style zu erweitern und zu verbessern. Und Lyrics schreiben. Alles, was mir einfällt, schreibe ich aufs Blatt Papier. Okay? Alles klar. Right, this is a mic jack, mic jack, give it up for mic jack, mic jack, give it up for mic jack. Freestyle, free freestyle! Ja, lass die Musik laufen. Okay Leute, ihr wollt es haben? Ja, bekommt es. Ah, das geht's los. Eine Freestyle-Reim extra aus meinem Kopf. Denn meine Reime, die ich bringe, ich weiß, ich tropfe nieder wie ein Regen, meine Platte wird es geben. MC René heißt sie eben. Die neue Reim-Generation für die DJs. Und ein DJ sagt, hey, he plays. Auf dem Plattenspieler spielt er diese Platte gerne. Und meine Reime leuchten wie die Augen, wie die Sterne. Und jetzt gehe ich rüber zu diesem Plakat. Denn heute, denk ich mal, ist es Dienstag. Ja, die Klasse von 94, ein System. Diese alten MCs tun die Scheiße abgehen. Ja, da ist MC René und die ABs. Und David P, der guckt richtig fies. Oh Mann, ich komme auf dich zu und sage, hey, hey, wollt ihr auf meine Party, dann ist das okay. Im Rose Club, in Köln könnt ihr alle kommen. Ich weiß nicht, am besten meine Reime kommen wie Beton auf dich nieder, immer wieder. Du willst Party machen, dann höre meine Lieder. MC René mit seiner Jacke. Und ich rappe gerade hier zu der Platte, die gerade hier auf dem Plattenteller liegt. Ich improvisiere, erringe jeden Sieg. Scope Mann, direkt aus Köln angekommen. Heiß wie die Hölle, direkt vor euch aus Kölle. Und da ist Storm von Battle Squad. Kommt einer an, dann rockt er ihn fort. Ja, sein Freund Swift, den grüße ich auch. Und ich reime direkt aus meinem Bauch. Also Leute, komm, hört zu Hause alle zu. Ich grüße Cora E und Boulevard Boo. Sir Scott G, One und alle Boys, Breakbreaker. Und MC René ist der Reime-Shaker. Er springt in die Luft und kommt dann wieder runter. Jetzt bin ich schlaff, doch dann bin ich munter. Wow, Mann, einfach so wild. Denn ich bin der Rapper, der jeden Style wegkriegt. Aus seinem Kopf, aus seinem Gehirn. Ihr könnt mich hören, ich könnte schwören. Okay, das war's, 2 Minuten. Oh Mann, die Reime, ich glaub, die gehören zu den Guten. Okay, ich grüße alle. Alle. Das war's von MC René. Die Freestyle-Improvisation. Die Person. Yay! René hat uns vorhin vor seinem Freestyle hat uns dann die Reim-Energie präsentiert und er ist von der neuen Reim-Generation. Kannst du uns das mal erklären? Ja, die neue Reim-Generation, das sind halt die Leute, die neu dabei sind und wahr zu Hip-Hop stehen. Also es sind die neuen Leute, die den Hip-Hop weiterentwickeln und ihn fortführen, damit er weiterlebt. Aha, da gehört irgendwie die Klasse von 1994 mit dazu, mit denen du jetzt auf Tour gehst, oder? Klar, die beziehe ich mit ein. Da wären Main Compte, die absoluten Beginner und meine Wenigkeit MC René. Aha, okay, du arbeitest mit verschiedenen Produzenten zusammen. Sag vielleicht dazu noch kurz was. Ja, erstmal möchte ich dicken Respekt und fetten Dank an Kolut ausrichten, der die neue Reimgeneration Reimenergie, Freiplatz Tiger und Untitled produziert hat. Danke, Kolut. Das vergesse ich dir nie.
Und mit Fader Gladiators ist ein neues Stück produziert. Mit hier da drüben von No Remorse, die produzieren jetzt auch was für mich und so weiter. Bullababu, bla bla bla. Alles klar, du hast eine neue Platte dabei. Ja, ja, das ist die, halt mal die Kamera, die neue Reimgeneration Maxi. Das ist meine DJ Maxi, weil die bekannten DJs aus Deutschland habe ich dann als Jingle auf die Platte gesagt. Und da kommt noch eine Maxi, die offizielle. Das ist die Reimenergie Maxi. Die kann man auf der Record Release Party am 26.03. im Rose Club hier in Köln erhalten. Und kommt alle Kölner will ich sehen. Okay. Alles klar, wir sehen jetzt erstmal Sans Unique mit Agosh Adouat. Wake up, je suis le maîtrise à Don Quichotte. Sur mon cheval, la tête haute, je galégalope. Hop, mon imagination a pris le dessus sur ma raison. Voilà que je confonds entre guerriers et moulins à vent. Bon, cependant cela ne m'empêche pas d'être honnête et droit et de connaître la bonne voix, accompagnée du marsupial Ray qui saute partout de Just One Nose et la voix de Sister D qui me rend fou. Oh, calme-toi, pourquoi t'emballer comme ça. Ok, je descends de ma monture pour le reste du chemin. Je crois qu'un petit peu de marche me fera du bien. À gauche, à droite, tu ne sais pas où tu vas. À gauche, à droite, tu as l'embarras du choix. À gauche, à droite, je sais c'est délicat. Beaucoup de gens se sont perdus dans leur pas avant toi. À gauche, à droite, tu ne sais pas où tu vas. À gauche, à droite, tu as l'embarras du choix. À gauche, à droite, pourquoi ne vas-tu pas tout droit. Évite les embrouilles car elles ne t'éviteront pas. Personne qui sache ce qu'il adviendra de lui, personne ne peut, et ça je le crois, décider du sort de sa vie. Qui ne nous laisse ma foi aucun répit. La mienne est agréable, tu veux un aperçu, le voici. Je me lève tous les matins, pas de bonheur, de bonne humeur. Prends mon petit déj avec du lait, des croissants et du beurre. Rencontre mes amis, nous sommes nos propres producteurs, compositeurs et éditeurs. Donc, demain le premier rang, donc, sanctionné qu'encore et toujours de l'underground. Je ne suis pas ici pour te parler de le poète. Je jette mes mots, etc., mes phrases et pirouettes. Car ici pas du percut ni de crochet, je m'énerve à coup de tête. Tu ne respectes pas les lois, Kuba. Gauche, droite, je t'en vas, tu tomberais de droit. À gauche, à droite, tu ne sais pas où tu vas. À gauche, à droite, tu as l'embarras du choix. À gauche, à droite, je sais c'est délicat. Beaucoup de gens se sont perdus dans leur pas avant toi. À gauche, à droite, tu ne sais pas où tu vas. À gauche, à droite, tu as l'embarras du choix. À gauche, à droite, pourquoi ne vas-tu pas tout droit. Évite les embrouilles car elles ne t'éviteront pas. Guillemets pas, où ça, je ne le sais pas. Tant de gens qui viennent me dire, le bonheur non, ce n'est pas par là. Quoi, quoi, le bonheur n'est jamais là, plus l'on croit. Tu le construis si tu le veux, avec de la bonne foi. Ne perds pas la raison, non, non, ne fais pas de faux bons. Première leçon, savoir différencier le mauvais du bon. Choisis ta position, pour un instant, je m'interromps. Juste un petit instant pour l'interpréter en chant. Ah, ok, ok, tu arrives à toper la prose. Alors veux-tu savoir, faire mal vers les choses. Aller vers la gauche ou courir vers la droite. Pourquoi les finis, pourquoi les finis, qui veux-tu. Je craque, non je ne suis pas un craque. Tant de doutes dans ma tête qui frappe, je titube. Wow, une trappe, si te dis en moi ta voix pour que je me rattrape. Go, 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 tu ne sais pas où tu vas. À gauche, à droite, tu as l'embarras du choix. À gauche, à droite, pourquoi ne vas-tu pas tout droit. Évite les embrouilles car elles ne t'éviteront pas. À droite, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à gauche, à droite, 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 à gauche, à droite. News und Infos diese Woche, jede Menge. Storm fängt einfach mal an. Wir haben hier einen Fax gekriegt vom Eastside Jam in Dessau. Da treten New Attempt, Actual Proof, Dortmunder Union und aus Dessau Human Squad, Prime Dominance, The Aim auf. Als Breaker sind da die Stretch Breaker. Genau, unglücklicherweise am gleichen Tag findet in Gießen im Boxing Center das Pure Flavor Jam statt. Mit AC, Boulevard Boo, No Remorse, Main Concept, Das Duale System, TCF, Fresh Force kommen da als Breaker hin. Und was gibt's noch? Dann haben wir hier diesen farbigen Flyer, den ich auf dem letzten Jam abgemacht habe. Um das nicht genauso aufzählen zu müssen wie Scope eben, nenne ich jetzt nur Auszüge, weil das Programm ist einfach mega groß. Ich weiß gar nicht, wie sie das durchdrücken wollen. Anarchist Academy, absolute Beginners, Main Concept, MC René
Boulevard Boo, Too Strong und Massive Töne als Musikgruppen. Dann bei Graffiti steht hier Can2, Zaps, der Scout, Scums, Pioneer und Breaker werden wohl die bekanntesten Fresh Force sein. Genau, jetzt haben wir ein besonderes Schmankerl, nämlich die Sim Crew mit einer Nachtsprühaktion. Und Sim steht für Style in Motion. Davon zeigen wir jetzt einen Ausschnitt. Genau, das haben die uns geschickt. Wir zeigen es jetzt. Futura is my name, and I say graffiti. It's where I got my fame, but it's not my fame that I'm here to claim. I want to tell the real story about my game. Just a little tune about graffiti. The idea is to let you know that graffiti is rocking and it's on the go. And there's a lot more to it if you check into it, but the problem is you're probably looking right through it. It started for me back in 72. I really wasn't sure what I wanted to do. I saw names everywhere, style, color, and flair. I knew I had to join in. I knew my answer was there. There was Tacky being Tacky with his dry mark pen, and he was writing his name way back then. Frank 207, SJK, Coco 144, and the UGA. These two stay high. Graffiti is a thing that's kind of hard to explain. It's not just running around with spray paint in your name. It starts as a game, can't stay the same. Dedication makes you put it in a different frame. Joe 136. And there were writers in the past who I bet if you asked would say graffiti cannot last. But they crossed that rail and they blazed that trail. And it's because of them that I won't fail. You know, they jumped that fence, they crossed that track. And it's because of them that I can never be the last. And you know that. There's a side that's good and there's a side that's bad. And on the inside, graffiti's always have that individual desire, which I guess I most admire, that need to borrow to set things on fire. Das war gerade die Sim Crew und wir wollen euch bitten, auch weiterhin solche Videos zu schicken, weil wir zeigen die, das war der Beweis. Und Graffiti-mäßig geht einiges momentan. Wo wir schon bei Graffiti sind, das ist das Tough Stuff, die vierte Ausgabe. Full Color Magazine, alles Farbe, hier eine Farbseite zum Beweis. Ja, wenn ihr das Magazin kauft, die Adresse wird jetzt unten eingeblendet, dann werdet ihr sehen, dass da auch viele andere Adressen drin sind von anderen Graffiti-Magazinen, wie zum Beispiel vom Overkill, das wir auch schon vorgestellt haben. Genau, ein anderes Magazin, was wir noch vorstellen wollen, ist das Mix Inside News. Kostet 5,50 €, ist bei den meisten Plattenhändlern zu erhalten. Featured diesmal Arrested Development, Onyx, Islamic Force, Souls of Mischief, The Goats. Und checkt das Magazin auf jeden Fall ab. Wir haben noch zwei Tourneen bekannt zu geben. Und zwar ist das einmal MC René, der in Osnabrück ist und in Köln eine Record Release Party gibt. Die zweite Sache ist Gunshot, Vorgruppe ist Such a Search, die spielen in Bremen, Berlin und auch in Köln. Adressen und Daten werden unten eingeblendet. Pace. It's the CPS, we go once again, here we go. This is another CPS track. We focus your attention up on a parabola. It's up to us to act up. Yo! Yes, enough for the song. Already let me know. It's none of my business, none of my business. Well, it's simple to think. So let me tell you that people like you say. Our nation is feeding on other nations. Just like it did all through the motherfucking history. We gotta get up and fight this kind of reality. But sooner or later, it's going to kill us all. See, I'm here for making a say, so get your ass involved. We got a problem here that needs to be solved. Check the limits, check the limits. Yeah, it's your brain, press the button. Yeah, check the limits, check the limits. Motherfuckers, let's roll the dice. What's rubbing other brothers back today? We won't get far if we keep on acting that way. We gotta face the day and look at the problem. They said together, cause we all wanna stop them. They want us to kill each other with drugs and gay killing gang. Let us drop the bomb and do the right thing. Wanna start an international brotherhood. So let's begin in our own fucking neighborhood. Listen to the lyrics that I came to sing. CPS coming up down hard with the rap thing. Check the remix. Everybody incense the real sisters and
for that stuff, let me hear you say, this is the way. Never mind, the suckers better beware, cause I don't care. No, I don't even give a damn about stupid little suckers. I can't understand that the so-called government and those who rule are dead devils. Yo, but I ain't no fool, I drop rhymes to tell you what talent is. Lyrics about the money, about the business. You outstand for exploitation, but sooner or later it's going to ground in escalation. Let's get back on the streets and fight worldwide intelligence. Lost unite, they understand. Do you understand? CBS like light and burn it down the land. Jetzt gibt's erstmal einen Break, aber ihr müsst unbedingt dranbleiben. Danach seht ihr zum ersten Mal im deutschen Fernsehen das Rhythm Technicians Rocksteady Video, das 1992 gedreht wurde. Sie kämpfen gegen Vorurteile und Rassismus. Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Nadler drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, ergab ich zuhauf, obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf. All das Gerede von europäischem Zusammenschluss. Fahr ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus, frag ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss, Identität beweisen muss. Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht? Und nicht so blass ist im Gesicht. Das Problem sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen. Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr. Gab's da nicht eine Zeit, wo schon mal so war? Gehst du mal später zurück in deine Heimat? Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab? Nein, du weißt, was ich mein. Komm, lass es sein. Ich kenne diese Fragen seitdem ich klein. Bin in diesem Land vor zwei Jahrzehnten geboren. Doch frage ich mich manchmal, was hab ich hier verloren? Ignorantes Geschwätz, ohne End. Dumme Sprüche, die man bereits alle kennt. Ey, bist du Amerikaner oder kommst aus Afrika? Noch ein Kommentar über mein Haar, was ist daran so sonderbar? Ach, du bist Deutscher? Komm, erzähl keinen Scheiß. Du willst den Beweis? Hier ist mein Ausweis. Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Hahn. Ich wurde hier geboren, aber wahrscheinlich sieht man es mir nicht an. Ich bin kein Ausländer, Aussiedler, Tourist, Immigrant. Sondern deutscher Staatsbürger und komme zufällig aus diesem Land. Wo ist das Problem? Jeder soll gehen, wohin er mag. Zum Skifahren in die Schweiz, als Tourist nach Prag. Zum Studieren nach Wien, als Au-pair nach Paris. Den anderen wollen ihr Land gar nicht verlassen. Doch sie müssen fliehen. Ausländer, Feindlichkeit, Komplex der Minderwertigkeit. Ich will schockieren und provozieren. Meine Brüder und Schwestern wieder neu motivieren. Ich hab schon einen Plan und wenn es drauf ankommt, kämpfe ich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich hoffe, die Radiosender lassen diese Platte spielen, denn ich bin kein Einzelfall, sondern einer von vielen. Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land, kein Ausländer und doch ein Fremder. Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Nadler drauf, doch mit italienischer Abstammung wuchs ich hier auf. Somit nahm ich Spott in Kauf in dem einigen bisherigen Lebensablauf. Politiker und Medien berichten, ob früh oder spät, von einer überschrittenen Aufnahmekapazität. Es wird einem erklärt, der Kopf wird einem verdreht, dass man durch Ausländer in eine Bedrohung gerät. Somit denkt der Bürger, der Vorurteile pflegt, dass für ihn eine große Gefahr entsteht. Er sie verliert, sie ihm entgeht, seine ihm so wichtige deutsche Lebensqualität. Leider kommt selten jemand, der fragt,
wie es um eine schlecht bezahlte und beliebte Arbeit steht. Kaum einer ist da, der überlegt, auf das Wissen Wert legt, warum es diesem Land so gut geht, dass der Gastarbeiter seit den 50ern unentwegt zum Wirtschaftsaufbau, der sich blühend bewegt, mit Nutzen Beitrug und noch beiträgt, mit einer schwachen Position in der Gesellschaft lebt, in Krisenzeiten ist in Nürnberg Rolle belegt und das eigentliche Problem, das man übergeht, wird einfach unauffällig unter den Teppich gefegt. Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land. Kein Ausländer und doch ein Fremder. Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Doch keiner fragt danach, wenn ich in die falsche Straße lauf. Komm dem Raum aus dem Maul auf. Gut, dass ich immer schnell war beim 100-Meter-Lauf. Gewalt in Gestalt deiner Faust, die geballt. Oder einem blitzenden Messer, einer Waffe, die knallt. Viele werden behaupten, wir würden übertreiben. Doch seit 20 Jahren leben wir hier, sind es leicht zu schweigen. Pogrome entstehen, Polizei steht daneben. Ein deutscher Staatsbürger fürchtet um sein Leben. In der Fernsehsendung, die Wiedervereinigung. Anfangs hab ich mich gefreut, doch schnell hab ich's bereut. Denn noch nie seit ich denken kann, war so schlimm wie heute. Politikerköpfe reden viel, doch bleiben kalt und kühl. All dies passt genau in ihr Kalkül. Man zeigt sich besorgt, begibt sich vor Ort. Nimmt dein Kind auf den Schoß, für Presse schon gesorgt. Mit jedem Kamerablitz, ein neuer Sitz. Im Bundestag, dort erlässt man ein neues Gesetz. Klar, Asylbewerber müssen raus. Und keiner macht den Faschus-Dinger aus. Dies ist nicht meine Welt, in der aus Farbe und Herkunft zählt. Der Wahn von Überfremdung politischen Wert erhält. Mit Ignoranz jeder Hand oder Franz ein Unterfell. Krach macht und hält sich selbst für den Fachmann hält. Ich bin erzogen worden, die Dinge anders zu sehen. Hinter Fassaden blicken, Zusammenhänge verstehen. Mit Respekt und direkt zu jedem Menschen stehen. Ethische Werte, die über nationale Grenzen gehen. Ich hab den grünen Pass mit nem goldenen Adler drauf. Doch bin ich fremd hier. Das war das erste Video zu der ersten Maxi von Advanced Chemistry. Mit dabei ist auch Torch, der Halb-Haitianer, der hier auch die Sendung moderiert. Heute natürlich nicht, weil heute bin ich hier mit Storm. Und als nächstes sehen wir Jamalski, African Border. Jamalski ist ein New Yorker, der so Ragamuffin-Styles abcheckt. Übrigens, der DJ von Jamalski ist auch Haitianer. Oho. Now hear this! When this one drop, the people in Africa feel it down to the end of the equator. Baby man, I feel it down to our very placenta. Shoot the door, the young African of Fienta. Now come down, selector. Make it up every time. That's the light. Come on. That's the light. Moving on. This is the move. This is the move to the African border. Now some guys, you know them get out the order. If them come test, judge, you know them get slaughtered. You hear? This is the move. This is the move to the African border. Now some guys, you know them get out the order. Them come test, judge, and let them get slaughtered. Fire! We want you for the middle one, no for the middle two, no follow for me, three, because you see the thing, no drama, say me love reality. We see the ones already ready with the God Almighty. Me no want no 9mm, me no want no Uzi. The only thing me want is pure reality. So, go make me top out King Selassie. Malcolm X and Marcus Garvey. But yes, the Jigolo Jam all the Holy Trinity. This is the move, this is the move to the African border. Now some guys, you know them get out the order. Them come test, judge, and let them get slaughtered. What do you mean? This is the move, this is the move to the African border. Now some guys, you know them get out the order. Them come test, judge, and let them get slaughtered. Me got in my tip, them all to listen to me for the mic MC. Figure me body, me what they did. Look at my seat, me my grandma, the bike, and yes, I go on now. Now daddy, I'm always a lot of wisdom. When it comes to wisdom, I mean reality. Me no mean no big time, me no mean no woozy. The only thing me mean is pure reality. Me the rum, me the joe, me the love, me the game, me the God Almighty. Because you see God is worthy and he's well strong with a lot of energy. That's why the chicken and jambal, yes, I chat reality, me but kick up on over me, but push up on over. It's the move, it's the move. African border, now some guys you know them get out the order. If them come test, judge, I know them get slaughtered. This is the move to the African border. Now some guys you know them get out the order. If them come test, judge, I know them get slaughtered. Because they keep the black nation under segregation by use of nuclear arms on pure discrimination. So keep the concentration, this ain't a vibration. To be the best in nation, be the young generation. What do you mean? The lack of hesitation, a passive contemplation. This is a situation that needs someone mentioned. Don't start the dissection of the fascist dictation. Yes, DJ Glow Jamal, I'll go teach a young nation. So, hold up your hand because you love Africa. Show the talk cause you love your culture. Ready, you ready, Anna? Hot, your heart. Put on the gat and put on the cloud.
put on the knife, put on the UZI and pick up the books about your ancestry and learn some roots and some damn history. You know some vibes, more digitalogy. This is the move, this is the move to the African border. Love song, I just know the better what the harder. With them cocktails, judge and nothing gets slaughtered. That's right, this is the move, this is the move to the African border. Love song, I just know the better what the harder. With them cocktails, judge and nothing gets slaughtered. Nothing in Africa, that's what you say. I ain't left nothing in Africa, that's what you say. I ain't left nothing in Africa, that's what you say. You left your mind in Africa. Das Rhythm Technicians Rock Steady Crew Video, was wir gleich sehen werden, wurde im Sommer 1992 an der Hall of Fame in Harlem aufgenommen. Die Jungs haben dafür einen Bessie Award bekommen von Great Performances und die Musik dazu stammt von Tino Tactics. Im Hintergrund sehen wir ein Graffiti von Ernie. Für mich ist es das Ultimate Hip-Hop Video, weil alle Kunstformen des Hip-Hop hier gefeatured werden. About the days I like to reminisce. Thoughts in my mind that I can't dismiss. When I discussed it with my boys, they all said ditto. Proud to be Eureka, born and raised in the ghetto. Going through the hard times and we always stood together. Blacks, Puerto Ricans like birds to a feather. Going to the same dance was like a state of bliss. When they yell black and proud, I always pump my fist. Shoulder to shoulder, dancing to the same funky beats that'll make you wanna sweep your body off the beat together. We invented a brand new dance with moves that will put the party people in a trance. Rappers rapping, the DJs are scratching. To the funky beat, the crowd responding with their hands clapping. Handball courts were once plain and white. Transforming to graffiti, ghetto all work overnight. And so we pushed the pedal, put the foot to the metal, and zoom, landed in America's living room. Rappers once considered foul and unclean can now be seen, and everyone's TV screen. Cause it's a ghetto thing with the ghetto swing. If you can't swing, don't sing and just cling to what the ghetto brings. Exploitation gave birth to the clones. Time to kill the Elvis and Vanilla Ice syndrome. Remember, black is black, black is sweet, black is beautiful. Don't forget Puerto Ricans run the struggle. Well, I'll be fought for you, and we're still fighting till this day and time. And I continue my struggle when I finish my rhyme. I'm a product of a culture they call hip-hop. When you got it like that, you don't stop. Until the hip-hop, you don't stop. Until the hip-hop, you don't stop. Until the hip-hop, you don't stop. Come on, hip-hop, and you don't stop. Until the hip-hop, you don't stop. Until the hip-hop, you don't stop. Until the hip-hop, you don't stop. Come on, hip-hop, and you don't stop. It wasn't too long when I first heard this rhyme. A child is gone with no state of mind. Stuck in my head and like food in bed. Every place brain cells, I lost them when I used to smoke dust. Till this day I remain grateful for those rhymes that made a breakthrough. Taught me things I thought I never knew. Respect me and I'll never hate you. Helped me see clear when I was blind. Taught me the truth ain't too hard to find. When I lost my loved ones through hard times, I wiped my tears off with these rhymes. There's no more fessing and depression, cause rap music is refreshing. It's a blessing in disguise from the Almighty. He's our God. Now no one can hide from rap music. Don't abuse it, just plain use it. It'll take you straight up till the very tip top. Cause when you hear hip-hop, you won't stop. Until the hip-hop and you don't stop. Until the hip-hop, you don't stop. Until the hip-hop, you don't stop. Come on, hip-hop and you don't stop. Until the hip-hop, you don't stop. Until the hip-hop, you don't stop. Until the hip-hop, you don't stop. Come on, hip-hop and you don't stop, yeah. Thank you.
wir sind am Ende mit dieser Folge. Was sehen wir in der nächsten Folge, Storm? Wir haben den Godfather of Hip-Hop. Der Mann, der alle Steine ins Rollen gebracht hat. Cool DJ Herc, ob ihr es glaubt oder nicht. Hier im Studio. Genau. Mit dabei ist noch Grand Wizard Theodore. Und die werden für uns hoffentlich im Studio ein bisschen rumjammen. Ja, wir sind erstmal Audi so. Schickt uns alles, was ihr uns schicken sollt. Ihr wisst, Videotapes, den ganzen Schreibkram, Jam-Infos. Das war's mit Star Wars, Scope, Storm, Peace. Eins wollte ich noch sagen. Das nächste Mal seid ihr wieder dabei, oder?